stimmungsvollen Intro beginnt Dark Project, der Meisterdieb. Oder auch Thief, The Dark Project, wie das Spiel im Original heißt. Dark Project erschien 1998, ist also mittlerweile 20 Jahre alt. Und uns liegt hier der Director's Cut vor, der ein Jahr später erschien, 1999. Darin sind einige Erweiterungen erhalten in verschiedenen Missionen, sowie drei völlig neue Missionen. Damit werden wir heute anfangen. Und den werden wir im Verlauf der nächsten Zeit spielen. Mission für Mission. Wir haben Dark Project schon des Öfteren gespielt. Sowohl das Originalspiel als auch den Director's Cut. Mittlerweile bestimmt über 15 Jahre her. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Spiel jetzt auf uns wirken wird nach all dieser langen Zeit. Ich war ein Kind ohne Eltern, ohne Zuhause. Als Laufbursche unterwegs erleichterte ich anderen Leuten die Taschen, um ab und zu etwas zum Beißen zu haben. Eines Nachts sah ich einen Mann. Die Leute gingen an ihm vorbei, als sei er nicht da. Er besaß bestimmt etwas Wertvolles, also schlich ich mich an und griff zu. Hey, das ist nichts für dich. Bitte, Herr, ich habe Hunger. Sag den Hamariten nichts. Ich verspreche. Wie heißt du, Junge? Garrett. Du hast Talent, Knabe. Lass mich los, alter Mann. Einen Hüter zu sehen ist nicht leicht. Vor allem einen, der unbemerkt bleiben will. Wir brauchen Menschen, die so begabt sind wie du. Wenn du mit deinem bisherigen Leben unzufrieden bist, komm zu uns. Wir werden dir einen anderen Weg zeigen. Lasst mich in Ruhe. Wie du es wünschst. Ich holte ihn gerade noch ein, bevor er in der Menge verschwand. Es war der Anfang einer sehr langen Ausbildung. Wie beginnt jetzt die Ausbildung? Die Schwierigkeit ist auf Experte eingestellt. Als erstes kommt die Trainingsmission, die auch nicht sehr ereignisreich ist. Wenn man sich erstmal mit der Steuerung vertraut macht, das Hütertraining. Tun wir das mal. Willkommen, Garrett. Ich werde dich in diesen Räumen in die Kunst des Überlebens einweisen. Bitte bleib am Eingang jedes Saales stehen, während ich dessen Zweck erkläre. Wenn du mit den Übungen anfangen möchtest, geh diesen Gang entlang zum ersten. Ich schaue, was zeigt dir und fühle beim Anblick dieser Grafik. Die Grafik ist natürlich jetzt ein bisschen aufgebessert, glaube ich, durch die aktuellen Patches, die ich hier installiert habe. Das sind 16:9 Format, ich glaube, das Originalspiel war nur 4:3. Also ein Charme, den haben wir überlaufen. Du musst lernen, wie man sich bewegt, ohne gesehen zu werden. Bleib im Schatten und meide das Licht. Die Anzeige im Bild verdeutlicht, wie sichtbar du bist. Versuche ungesehen auf die Plattform zu gelangen. Ja, die Trainingsmission ist im Prinzip nur dafür da, um logischerweise die Steuerung erstmal. Genau. Oder wie das Spiel im Prinzip funktioniert. Sie sehen den Sichtbarkeitsstein da unten in der Mitte, der ist jetzt ganz dunkel, das heißt, ich werde nicht gesehen, wenn ich mich durch die Schatten bewege. So dunkel, dass ich nicht mal sehe, wo ich mich überhaupt lang bewege. Okay, hier. Ich folge jetzt immer dem Schattenverlauf hier. Versuche nicht ins Licht zu kommen. Ich sehe dich, Junge. Oh, jetzt bin ich wieder ganz vorne. Okay, versuche ich es nochmal. Okay, ich erstmal mit der Steuerung dann kommen. So, ist gut, ich habe auch nicht gesehen. Gut gemacht. Ich habe dich nicht kommen sehen. Ist ja schon langweilig. Streckt sich erstmal. Mit dem Auszug kann ich die Tür öffnen. Jetzt geht es weiter zum nächsten Trainingsabschnitt. Benutze gewählte Türen und andere Objekte, um etwas mit ihnen zu tun. Gut. Jetzt musst du lernen, dich leise zu bewegen. Manche Böden hallen lauter als andere. Schnelle Bewegungen verursachen mehr Lärm als langsame. Hör auf deine Schritte, um einzuschätzen, wie laut du bist. Dein Ausbilder ist dir abgewandt.
Versuche, auf die Plattform zu gelangen, ohne dass er dich hört. Ich habe die Tür schon gehört, die war schon so laut. Okay, das ist Teppichboden, das heißt, man hört hier keinen Schritt. Ich gehe jetzt mal testweise hier rüber. Das habe ich gehört. Der Boden ist natürlich super laut. Deswegen sollte man auch hier außen rumschleichen. Man kann auch über den Metallboden gehen, wenn man geduckt läuft und dann immer ganz langsam. Das geht auch, ja. Ausgezeichnet. Ich habe nicht gehört, wie du den Raum durchquert hast. Oh, das wäre auch geschafft. Hinter dieser Tür liegt ein Gang, der zu deiner nächsten Übung führt. Jetzt in der Hütte. Hol jetzt deine Waffen. Um Objekte aufzunehmen, wählst du sie, indem du sie im Bild zentrierst, bis sie heller werden. Genau, jetzt muss ich hier Pfeil und Bogen draufschießen. Jetzt muss ich irgendwo liegen, glaube ich. Nein, wenn ich mich total täusche, lag doch hier auf dem Tisch immer Pfeil und Bogen und war doch so ein Apfel oder irgendwas? Also, na. Ach, hier oben liegt's. Ach, ich bin einfach stur an dem Tisch vorbeigelaufen. Hier ist der Köcher. Okay, den Fall habe ich direkt mit aufgenommen. Hier ist das Schwert. Wähle jetzt. Alles klar. Versuch erst dein Schwert und dann deinen Bogen. Irgendwas liegt aber später auf dem Tisch da. Du kannst sie jederzeit wegstecken, um die Hände frei zu bekommen. Okay. Jetzt werden wir auf dem Hof das Zielschießen üben. Nimm deinen Bogen zur Hand, leg einen Pfeil ein und zieh die Sehne an, indem du die Angriffstaste gedrückt hältst. Zieh die Sehne bis an den Anschlag, um deinem Schuss die volle Kraft zu verleihen. Peile dein Ziel an. Wenn du soweit bist, lass die Angriffstaste los. Versuch, eines der Ziele zu treffen. Das ist aber doch zu anstrengend. Ja. Zu lange kann man sich gedrückt halten. So was nochmal. Wunderbar. Schuss. Du kannst gerne weiter üben. Wo sei? Wenn du die nächste Lektion beginnen möchtest, geh zur Übungspuppe und nimm dein Schwert. Wobei man den Breitkopfpfeil eigentlich ganz oft braucht. Höchstens um irgendwo Lärm zu machen, um die Leute abzulenken, das stimmt. Ja. Aber auf dem Höhe ist natürlich ganz klar. Will ich aber auch wissen, ob ich getroffen habe hier. Die Pfeile noch stecken. Ja, hier guck, Bullseye. Kannst du da wieder aufnehmen. Bullseye und hier. Ja, auch beinahe. Man kann die Pfeile wieder mitnehmen. Weiterverwenden. Sehr gut. Wo unser Schwert auch scharf genug ist. Schwing dein Schwert mit der Angriffstaste. Mit kurzem Druck auf die Taste führst du einen Schwertstreich aus. Jetzt steht man von rechts, jetzt links, jetzt steht man von links. Wenn man die Angriffstaste, die linke Maustaste gedrückt hält. Halte die Angriffe oben durch. Und schon für sich der Fallschlag. Schlag. Ja. Und schon ist er weg. Trainiere beide Schwertstreiche und den über den Kopf ausgeholten Schlag an der Übungspuppe. Gut ausgeführt. Jetzt wird es Zeit. Der hier rausgeschlendert. Über die Waffe. Hoffentlich verbündet mich keiner mit seinem Trainingsschwert. Mit einem Partner anzutreten. Dann hauen wir dem jetzt einmal das gezogene Schwert über den Rüber. Aua. Ich hau ein bisschen auf den Kerl jetzt ein. Du kannst gerne weiter. Wenn du fertig bist, verlass den Trainingsbereich einfach. Das ist also der Schwertkampf. Aber den werden wir wahrscheinlich, da wir ja auf dem Expertenlevel spielen, nicht sehr häufig spüren hier. Wir werden nicht häufig zum Schwertkampf kommen. Doch, da wir schon das Ziel haben, den Gegner möglichst unauffällig auszuschalten. Macht er überhaupt den Reisespieß aus? Ich glaube, man kann ihm auch hier folgen, irgendwie in sein Kämmerchen und da ist irgendwas, oder? War da nichts? War die vielleicht ein Apfel auf dem Tisch oder irgend so? Weiß gar nicht mehr. Kommt eine Schriftrolle oder irgend sowas vielleicht? Eine verschlossene Tür. Wollen die einschlagen? Vielleicht, vielleicht macht er die Tür auch auf, wenn er. Ja, guck mal, die Tür einschlagen. Was dahinter? Ach, ja. Ja. Alles klar. Das war das. Und wir haben ein Easter Egg gefunden. Sehr schön. Schriftball ist auch in der Ecke. Links. Kann man den aufnehmen, den Basketball? Ja. Ja. Kann ich noch werfen? Oh, na gut. Sehr schön. Das ist keine Schriftball, das ist irgendwie so eine Schlafmatte oder sowas, ne? Okay. Ja. Deckenrolle. Deckenrolle nennt sich das. Oh. Nee. Quotes from the Dark Team. Okay, das sind jetzt praktisch lustige Sprüche der Entwickler oder sowas ähnliches. Es steht also auf so einer Deckenrolle. Lassen wir mal hier. Gehen wir mal weiter. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass jetzt hier dieser Basketballcourt ist.
glaube, das Tor geht dann auch irgendwann wieder hinter dem Typen runter. Ja, wenn man ihn dann nicht schnell genug verfolgt, dann kommt man da gar nicht hin. Aber erst esse ich noch einen. Möchtest du eine Erfrischung, bevor wir fortfahren? Bitte nimm alle Gegenstände vom Tisch auf. Ja. Hier leuchtet es in den Apfel, genau. Für dein Inventar und sicher, was du alles in den Taschen mitführst. Wenn ein Objekt angezeigt wird, oder hier ist kein Schaden genommen in dem Kampf. Ist vielleicht eine Kleinigkeit, bevor es weitergeht. Die nächste Übung wartet hinter dem Schlüssel aus. Die Tür ist abgeschlossen, aber du kannst sie mit dem Schlüssel vom Tisch. Gut so. Nimm jetzt die Tür entlang zur nächsten Lektion. Jetzt weiter zur nächsten Mission. Jetzt lernst du neue Arten der Fortbewegung. Erklimm als erstes das Seil, indem du darauf springst. Nehmen wir das Schwert weg. Seil anspringen. Beweg dich beim Hoch- und Hinunterblicken, um am Seil hinauf und hinab zu klettern. Dreh dich, um deine Blickrichtung zu ändern. Wenn du erneut springst, hast du die Wassereffekte sind super. Klettere jetzt am Seil hinauf. Wirklich? Um auf die Plattform. Oh, jetzt hast du es wirklich gelernt. Sie haben einen eigenen Live hier kennengelernt. Wunderbar. Gelehrt hast du Springmann. Ups. Über dieses Hindernis kannst du leicht hinüberklettern, wenn du weißt, wie. Genau, auch drüber. Geh zuerst dicht an die Wand. Leertaste gedrückt, dann zieht er sich hoch. Um die Kante der Mauer zu greifen. Ups. Und zieh dich hoch. Hält sich auch am Seil fest, wenn man auf es zufällt. Fortschritt sehr zufrieden. Du hast die Tür. Die Hütte bildete mich aus. Um jetzt sehen wir gleichzeitig durch. Danach kannst du mir was klauen. Aber ich fand eine andere Verwendung. Ich kann hier diesen Cage klauen. Oder kriechen zu üben. Wenn du fertig bist, tritt durch die rote Tür. Ich kann diese Vase aufheben. Schon haben wir die erste Mission erfüllt. Auftrag erfüllt. Wunderbar, Häkchen. Hat noch nicht mal jemanden getötet. Wir mussten niemanden töten. Wir wurden nicht getötet. Wir haben alle Gegenstände gefunden. Das nächste Mal kommt dann das erste echte Level des Spiels. Lord Beffords Anwesen.